Ja, willkommen zurück bei Astronir. Wir sind ja jetzt immer noch auf der Suche nach Silikon. Warum ich mich gerade ein bisschen merkwürdig anstelle. Die letzte Folge, die Folgewoche lief, ist in Echtzeit ein Vierteljahr her. Also ich hatte jetzt ein Vierteljahr nicht mehr aufgezeichnet, beziehungsweise weitergespielt, weil mir die Zeit einfach fehlte. Ja, und jetzt muss ich aber mal wieder ran, weil sonst Astronier-Content fehlt. Und weil wir natürlich auch wissen wollen, wie es weitergeht. Ne? Wir suchen Methan. Und das gibt's nur auf einem anderen Planeten. Nämlich auf, also zumindest auf diesem Waldplaneten gibt's das, wo wir letztens waren, wo wir eh hin wollten, um den zu aktivieren. Da brauchen wir Silikon dazu. Und jetzt bauen wir hier das größere Shuttle. Ja, dann können wir erstmal das weglegen. So. Dort haben wir uns schon eine kleine Basis aufgebaut. Allerdings müssen wir natürlich diesen Atmosphärenkondensator dorthin schaffen, um... Moment, wir packen es erstmal aus. Um dort Methan zu gewinnen. Ne? So. Ha. Und das ist das nächstgrößere Shuttle. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Das hat hier zwei Fächer für Fracht. Und da kriegen wir unseren Atmosphärenkondensator rein. So, mal gucken. Unseren Sauerstoffgenerator, der kommt hier zur Seite rein. Das ist schon mal gut. Und jetzt brauchen wir noch eine Düse. Düse. Hat mir hier nicht eine rumliegen, ne? Oder habe ich sogar noch eine einstecken? Ja, ich habe noch eine einstecken, aber mal gucken, dass falls zufällig hier noch eine rumgeistert. Für einmal hin und zurück reicht ja die Düse. Glaube ich mich zumindest dunkel zu erinnern. Ne? So. Also, schrauben wir mal die Düse, die wir hier drin haben, unten ran. Wir müssen ja dann eh wieder her. Na du? Gucken wir mal, braucht die eine andere Düse? Ne. Mal rumdrehen, können wir das rumdrehen? Okay, jetzt ging's. So, auspacken. So. Jetzt überlegen wir mal, jetzt haben wir ja hier so großen Platz, was können wir da noch reintun? Was wir eventuell gebrauchen können. Wir wollen ja unseren, müssen ja wieder einen Traktor mitnehmen und so. Ah, noch brauchen wir nicht hier, den könnten wir beim nächsten Mal mitbringen. Da müssen wir eh wieder eine Düse bauen. Ne? Ich überlege gerade an der Handelsstation, ne, da müssen wir auch wieder schreddern. Und wir wollten uns gucken, wie viel haben wir denn noch? 634 Bytes, das ist fast nichts. Da sollten wir auch mal wieder was zum Forschen reintun. Ne? Kann man die Verlängerungen möglicherweise auch forschen? Nein. Das hätte ja sein können, ne? Brauchen wir wieder einen Forschungsgegenstand. Ja, etwas größer ist das Shuttle, ne? Probieren wir es mal aus. Ich will aber hier auch nichts vergessen. Nochmal kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwas, was wir eventuell gebrauchen können? Mit Strom hat man es ja nicht so dort. Vielleicht nehme ich einen von den Stromdingern mit. Mittleres Solarmodul. Beziehungsweise die kleine Batterie können wir eh einstecken. Und das mittlere Solarmodul nehmen wir mal mit. So. Ach, nimm es in der Hand. Na, jetzt. Genau. Mal einmal den Platz haben, wollen wir dann auch ausnutzen. So, jetzt steigen wir mal ein. Bin ich gespannt. Hauptsache die Düse reicht. So, starten. Auf geht's. Klappe ging zu. Und jetzt fliegen wir mit unserem größeren Shuttle
Zum Waldmond, zum nahegelegenen Waldmond. So. Atrox, nein. Da hinten, oder? Genau. So, muss ich nur noch wissen, wo wir landen müssen. Das war in der Nähe des... Wo ist der Wald? Ach, dort. Das war in der Nähe des aktivierten Dingens. Guck mal, um es sehen, wenn wir uns drumherum begeben. Guck gerade, ob ich hier... Nee. Ich habe vergessen, wie man speichert, ehrlich gesagt. So, dann wird es wohl hier sein. Hoffe ich mal. Wir haben da ja eine kleine Basis gebaut. Es wäre schön, wenn wir dort an der Stelle auch wieder landen. Ja. Gut. Achso. Jetzt nehmen wir natürlich alles raus, was wir hier drin haben. Atmosphärenkondensator. So. Na, ich will den dorthin stellen. Muss noch ein Stück gehen, sonst ist... Kann ich die hier an der Seite hinbauen? Nee, kann ich nicht. So. Wasserstoff? Nein. Argon? Nein. Methan brauchen wir. Also dann, Feuer frei. Und da geht auch die Sonne schon wieder unter. Aber wenn wir einmal gerade von Sonne sprechen, dann nehmen wir das Solarmodul auch noch und packen es hier irgendwo mit drauf. Ist zwar gerade finster, aber unsere Batterie auch. Die wird relativ schnell leer gesaugt. So kann man speichern, genau. Aber man könnte auch irgendwie jederzeit zwischenspeichern. Und jetzt ist unsere Batterie alle und alles ist sowieso alle. Da müssen wir mal warten. Braucht der erst so einen Behälter? Kurz gucken. Verbindungspaket, Sauerstofffilter, Kanister. Vielleicht braucht er erst einen Kanister. Was brauchen wir für einen Kanister? Harz. Haben wir hier irgendwo Harz noch abgelegt? Beziehungsweise kann man hier irgendwo Harz ernten? Ich glaube, wir müssen Harz suchen, sonst wird das nicht. Sonst sammelt er zwar Methan, aber dann stößt es in der Unendlichkeit wieder aus. Hier drüben war irgendwo Harz, aber ich glaube, das hat man komplett abgebaut. Hilfe! Schießt einer auf uns. Harz. Hier war mal Harz. Vielleicht finden wir da welchen drunter. Hier.
das reicht noch lange nicht. Wir fahren noch ungefähr genauso viel Harz wie wir gerade. Abgebaut haben. Ich glaube, hier ist aber erstmal Schluss. Genau, warte. Da war irgendwas. Da kommt noch eins, was Kleines. Da. Immer noch nicht. Das ist aber spannend, du. Ein kleines Harz noch hier irgendwo versteckt. Muss ich doch woanders hingehen. Ich brauche dann noch eins wahrscheinlich, oder? Ich kann es gerade nicht sehen. Ich taste nochmal hier alles ab. Ah, hier scheint nichts mehr zu kommen. Uah, was war denn das? Da. Nein, ich brauche immer noch welches. Wie brauchen wir denn da? Da ist noch eins. Ha. Reicht das eine Harz? Gucken wir mal nach. Hoffentlich ist es auch so ein Kanister, den wir brauchen. So, geschwind zurück, ohne in ein Loch zu fallen. Und ohne uns von der Pflanze irgendwie abschießen zu lassen. Ach nee, jetzt hat er da was dran. Ah, wer weiß. Methan, also er generiert sich selber. Ich muss quasi ihn doch nichts reinstecken. Naja, haben wir einen Kanister überzählig. So. Weiß ja nie, was man braucht. Ach nee, da hatte ich schon einen Methan fertig. Aber wir wollen ja zwei machen, ne? Okay. Sehr gut. Wir können ja dabei mal noch ein bisschen hier das Forschungsding füllen. Jetzt habe ich ja natürlich kein Fahrzeug, womit ich hier rumherdüsen kann und mir was holen. Und da wäre jede Menge Harz gewesen. Hm. Aber da. Ja, wir wollen ja auch weiter forschen. Strom ist zwar wieder knapp. Wo ist unsere Solarzelle eigentlich? Ist aufgeklappt, also die erzeugt noch ein bisschen, aber unsere Batterie kann sie auch nicht aufladen. So, jetzt ist der Strom ganz runtergegangen, aber es ist Wind aufgekommen.
das Ding ist gleich fertig. Na komm. Und das Ding, das tun wir woanders hin, damit es denn der Slot frei bleibt. Den legen wir einfach mal hierher. Ha. Habe ich zwei Methan. So. Und jetzt muss ich wieder zurückfliegen. Ich muss ja eh das Auto und Traktor holen und sowas. Nehmen wir gleich mal hier ein bisschen Gemisch mit. Muss ich das dort nicht so. So, und sonst sind wir halt leer. Ich kann ja noch eine Forschungsprobe gleich mal mitnehmen, falls wir noch eine finden. Gehe ich mal hier so locker. Wow. Nicht bei den bösen Pflanzen zu nahe kommen. Ja, höre ich schon wieder jemand schießen. Zum Freischalten. Energievorrat aufladen. Naja. Machen wir auch mal noch, aber jetzt nicht. Es könnte mal Tag werden, dann sehe ich auch hier Forschungsproben nur zum Thema Forschung. Zack. Und zack. So. Uns hier mal um. Ah, zumindest geht jetzt die Sonne auf. Falls wir halt nichts finden, ist es eben so und dann fliegen wir wieder heim und mit leerem Frachtraum. Hier ist noch Gemisch und das Zeug. So. Rennen wir halt mal hier quer rüber und gucken, ob wir über irgendwas stolpern. Da, Forschungsgegenstand. Na komm mit. So, den stopfen wir jetzt in den Frachtraum und dann geht's los. Also auf geht's. Starten. Noch ist die Düse dran. Nee. Dahin wollen wir. Wow, das war die Düse. Aber ich glaube, für eine Landung reicht es dann schon noch. So, nur unseren Stützpunkt erst wieder erreichen. Dort kommt er in Sicht. Das muss man noch ein bisschen drehen. Jetzt können wir schon dahin. Und es ist wieder finster. So. Wir können aussteigen. Und jetzt haben wir Methan. Wir können so Silikon machen. Weil
Tada, fertig gebacken. Einmal Silikon bitte. Nee, nicht in die Gegend schmeißen, das ist zu wertvoll. Stecken wir hier drauf. So, und jetzt machen wir noch ein zweites, auch vorher mal speichern. So, jetzt wieder raus. Kann übrigens auch speichern, wenn man das Spiel verlässt, tut es automatisch speichern. So ging das. Wie gesagt, es war eine Weile her. Ich muss ab und zu auch mal zwischenspeichern. Wenn ich nämlich gerade das Spiel unterbrechen muss, weil irgendwas ist, Telefon klingelt oder sowas. So, aber jetzt... Ja, fleißig geforscht. Und wir brauchen noch ein noch so ein Ding. Dazu fehlt uns Harz. Quarz ist schon drin. Harz hat man gerade jede Menge gefunden, aber das war an anderen Platz als dem hier. Deswegen nehmen wir unseren Rover, den wir dann auch bald bereit machen müssen zum Abtransport. Und suchen uns, versuchen hier alles kurz und klein zu fahren. Nein. Suchen uns hier vorbei zu mogeln. Ja. Suchen uns eine Stelle, wo wir Harz finden. Und später brauchen wir eine neue Schubdüse und all so ein Zeugs. War einfach mal hier um den Berg, da hat man mal irgendwas gefunden, oder? Ich frage mich, ob diese Forschungsproben hier nachwachsen, weil dass ich die noch nicht eingesammelt haben soll. Da ist Harz, so. Und da ist auch Gemisch, also alles da, was man so braucht. Gemisch, Harz ernten, dass man ein bisschen, hier schon so viel da ist. Kann man es ja zu Hause noch ein bisschen welches davon hinlegen. Oh, jetzt sind wir gleich voll. Den Kanister hatten wir etwa gebraucht für unser... Haben wir hier gar keinen draufstecken? Damit wir das Geländetool haben? Naja. Wir wissen ja, wo wir ihn hingelegt haben. Vorerst brauchen wir ihn hoffentlich nicht. Jetzt versuchen wir hier vorsichtig zu wenden. So, und zurück. Wunderbar. Ich habe nur mit Informationen erschlagen. Habe ich Errungenschaft freigeschaltet. Stand gerade unten in der Ecke. Ich weiß nicht, ob mein Astronier-Logo da drüber war. Wahrscheinlich, wenn man so und so viele Punkte verdient hat. Wie haben wir denn jetzt? Achso, das kann ich nicht anmachen, während ich im Sitz sitze. Ja, ich im Sitz sitze. So. Und da haben wir wieder was umgefahren. Das ist unser Roversitz, den wir immer noch nicht... Haben wir in der ersten Folge gebaut, glaube ich. Und haben wir immer noch nicht verwendet. So. Also, jetzt haben wir jede Menge von dem Zeug. Und jetzt wollen wir noch ein Silikon. Und dann haben wir schon alles, was wir für den Kern brauchen, wenn das Bing macht. Genau, wunderbar. So. Was habe ich hier eigentlich noch einstecken? Ist das... Ja? Wir hatten doch nur zwei Methan. Ach, das ist wohl, sind wohl 5 Methan drin. Wahrscheinlich sind da 5 Methan plus Flächen drin. Ah gut, da haben wir jetzt jede Menge. Lass ich es mal da, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Als nächstes brauche ich mal eine Schubdüse wieder mal. Weil die alte ist Schrott. So, dann habe ich vergessen, was man dafür braucht. Also guck mal nach. Mittelgroßer Drucker brauchen wir nicht. Lager nicht. Traktor? Naja,
Hänger auch nicht. Roversitz. Bohrer brauchen wir. Keramik und Wolfram Carbid. Okay. Feststoff, Ammonium, Aluminium. Wir brauchen Aluminium. Mal gucken, ob wir noch Aluminium irgendwo haben. Jetzt müssen wir es wieder von irgendwo her holen. Das hier sieht Wolframit. Wolfram Carbid brauchen wir, ne? Stellen wir. Ich tue mal ein Gemisch hierher. Und ein bisschen von dem Harz. Noch mehr Harz. Noch mehr Harz. Noch mehr Harz. So. Und Silikon muss ich mal eingesteckt lassen. Jetzt gucke ich mal, was man für Wolfram Carbid braucht. Da brauchen wir sicherlich Wolfram. Mit. Wolfram mit. Astronium, natürliche Ressource. Irgendwie sollen wir es für einen Handel verwenden können. Aber probieren wir mal andere mal aus. Wir gucken erstmal, was man für Wolfram Carbid braucht. Ja, das wusste ich bestimmt alles schon mal in der früheren Folge, aber man kann sich ja nicht alles merken. Ne? Wolfram Carbid. Wolfram. Wolfram und Kohlenstoff, okay. Wolfram und Kohlenstoff, das kriegen wir hin. Also. Wolfram. Hallo? Warum kann der das nicht brennen? Wolfram mit, dachte ich. Tja. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Hat er keinen Strom? Doch. Ach, F anschalten. Nö. Wie hat man gleich noch Wolfram gemacht? Hab ich vergessen. Brauchen wir da auch? Brauchen wir da noch was dazu? Wie macht man Wolfram? Mal gucken, vielleicht auch im Chemielabor. Nee. Tja, wie haben wir Wolfram hergestellt? Ich hab's vergessen. Müsste eigentlich im Schmelzofen gehen. Gerade nochmal gespickt in der früheren Folge. Also es ging schon mal. Warum das jetzt nicht geht? Wolfram mit Wolfram-Kunststoff. Oh ja. Brauchen wir noch was anderes dazu? Ja, wir können ja mal gucken, ob man kann. Ob das noch funktioniert? Nö. Ach so, muss man es oben reinstecken? Nee. Es ging das so. Warum geht das nicht mehr? Warum funktioniert mein Schmelzofen nicht? Jetzt. Ah, komisch. Er wollte gerade nicht. Er ließ sich durch F nicht aktivieren, aber jetzt ging's. So, und jetzt können wir dabei mal gucken. Jetzt haben wir schon wieder 2500 Bytes. Also wir forschen fleißig. Und wir machen gerade aus Lehm Keramik, glaube ich. Und dann ist es Wolfram dran. Jawohl. Keramik. Oh, jetzt ist der Strom ausgegangen. So, da kann man dazwischen überlegen, was man noch alles braucht. Also ein Bohrer brauchen wir, ja? Für den Rover. Oder hat man noch einen Bohrer übrig gelassen und wieder mit hochgenommen? Haben wir den Bohrer mit hochgenommen? Ne, wir waren ja gestorben. Und wenn man stirbt, bleibt man natürlich unten. Da kann man gar nichts mit hochnehmen, weil das Ding noch nicht aktiv ist. Also müssen wir alles neu bauen. Oh, das ist runtergefallen. Das ist ja komisch, sonst trifft es immer.
die richtige, den richtigen Slot. So. Also Schubdüse ist klar. Drucker. Bohrstärke 1. Wolfram Carbid und Keramik. Keramik haben wir, jetzt haben wir Wolfram. Jetzt brauchen wir Wolfram Carbid, aber Kohlenstoff, glaube ich, brauchen wir da noch dazu. Kohlenstoff sollte relativ leicht zu machen sein. Indem man das hier wegschmeißt, nee. Indem man das da irgendwo festmacht, aber es will gerade nicht. Jetzt. Wir kriegen alles hin. Das fällt jetzt immer runter. Naja. Wie dem auch sei. So, und jetzt machen wir Wolfram Carbid. Nächste Teil für unseren Ausflug fertig. Den Bohrer. Was, also man braucht ja das. Was brauchen wir dann noch dazu? Keramik. Keramik müssen wir mal einstecken. Haben wir vorhin erst gebrannt. Fantastisch. So. Jetzt bauen wir uns das Teil. Wenn wir nah genug dran sind. Bohrstärke 1. Check. So, ist schon verpackt. Lassen wir auch verpackt, weil wir müssen es ja mitnehmen. Das passt in unser Rucksack rein. So, Bohrer haben wir. Die Batterie können wir dann wieder einstecken. Beziehungsweise die haben wir, glaube ich, schon drüben gelassen. Was brauchen wir noch? Eine Schubdüse, ne? Aluminium. Aluminium. Haben wir hier noch was rumliegen? Wahrscheinlich nicht. Das können wir uns tauschen, da brauchen wir wieder... Müssen wir wieder mit unserem Schredder unterwegs sein. Habe ich hier noch Aluminium stecken irgendwo? Titan haben wir noch bis jetzt noch gar nicht gebraucht. Kupfer, Verlängerung, Zink. Zink braucht man auch fast nie, ne? Gut, also. Tun wir uns das Ding wieder aufhalsen. Und machen eine kleine Schrotttour. Wird gleich wieder automatisch gespeichert, wenn man hier einsteigt. Wir gehen auf Schrotttour. Was können wir noch zermösern alles? So, wir fahren immer geradeaus. Wir gucken links und rechts, ob wir irgendwo was sehen. Damit wir einen Weg auch wieder zurückfinden. Also wenn wir jetzt 180 Grad wenden, kommen wir zurück. Aussteigen. Gucken, was hier so liegt. Ich glaube, es ging wirklich nur kleine Sachen. Das ist, glaube ich, zu groß. Ja. Und hier vorne. Und da haben wir schon ausgeschlachtet, ne? Da war bestimmt was Kleines dabei, was wir schon gemösert haben. Also geschreddert oder wie auch immer.
Da sind größeres, zwei größere Sachen. Vielleicht haben die ja gleich die richtige Ressource verfügbar, dann brauchen wir gar nicht. Ah, die werden wir auch schon untersucht haben. Schrott, da ist ein volles Schrottdings drin. Ha. Das hat sich gelohnt, da können wir schon zurück. Aber jetzt gucke ich auch mal, was da drüben noch ist, beziehungsweise. Oh, noch ein Solarmodul. Kriegen wir das irgendwo festgemacht? Nee. Fällt um. Oh, 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 oh. Energiezellen. Unten. Windkraftwerk. Was ist hier drin? Glas. Und Quarz. Wow. Andersrum. Und Laterit, Aluminiumgrundstoff. Ha! Das können wir mal wegschmeißen, was wir nicht brauchen. Nichts. Wir können nur was. Dann machen wir das, weil das ist das Allerwichtigste. Und jetzt müssen wir erstmal Sauerstoff tanken, bevor wir hier drauf gehen. Laufe ich in die richtige Richtung? Da. Hammer sticken, na komm, die paar Meter schaffst du noch, die paar Meter schaffst du noch. Guck, da ist er doch schon, der Sauerstoff. Oh. Gut, erstmal tiefen zuholen. So, kann ich das ja jetzt noch was draufstecken? Kann ich das hier am Fest machen? Nö. Hab ich irgendwo noch einen freien Slot an dem Traktor? Ja, hier vorne. Da könnte man nämlich das Glas noch mitnehmen. Oder nehmen wir nicht was Quarz mit? Quarz hat man letzter Zeit auch oft gebraucht. Nehmen wir was Quarz mit und merken uns, dass hier noch Glas ist. So, und dann hoffen wir, dass wir den Rückweg wieder finden. Würden wir sagen, erstmal in die Gegenrichtung fahren. So. Kurz invertierte Steuerung. So, jetzt müssten wir da vorne wieder auf unser... Genau. Das lustige Bauwerk und da... Oh oh. Hier ist der Strom alle. Man sieht, wenn ich hier Gas geben will, dann macht er... Macht er... Nein, nein, ich habe keinen Strom. Jetzt will ich auch den Rest auch nicht gehen. Noch was einstecken. Was mir Strom liefern kann? Nö. Ich muss mal ein bisschen was in der Station lassen. Das ist ja schlimm. Dass hier alles mit mir rumschläft. Aber die Sonne wird gleich aufgehen. Und dann kriege ich hoffentlich genug Strom. Ja, ich habe jetzt auch überhaupt keine Batterien. Ich habe praktisch gar keinen Speicher für Energie. Ich bin wirklich auf die Sonne hier angewiesen. Mittlerweile ziehen die Planeten an uns vorbei. Die Nachbarplaneten. Monde. Und irgendwann wird es schon heller. Da hinten wird es heller, oder? Klar. Aber jetzt ist der natürlich so gedreht, dass er gerade in die Richtung zeigt. Kann ich ihn ein bisschen umschubsen, dass er ausgerichtet wird? Nee. Kann ich nicht. Und wenn ich mit voller Bulle dagegen renne? Nee. Komm, wir haben das. Die Sonne kommt.
kannst die Zeit auch nicht vorspulen, dass wenn sie untergeht, dürfte ich ungefähr wieder richtig ausgerichtet sein. Mal gucken, vielleicht kann er sich ja so weit biegen, dass er in die... Da ist die Sonne, komm. Nichts zu wollen. Muss man jetzt den ganzen Tag abwarten, bis die Sonne auf der anderen Seite ist. Das ist... Tonprobleme. Das ist ja blöd. Aber eine schöne Reflexion hat das Solarmodul. Zumindest von Weitem. Ne? Zack. Wenn man nah rangeht, ist die Reflexion plötzlich weg. Ich bin ja schon mal froh über das, was wir gefunden haben jetzt. Das sollte uns helfen. Ach komm, du Solarmodul. Na gut, das können wir auch einfacher haben. Mach das zur Seite. Tun wir später wieder drauf. So. So voll. Ja, und jetzt zeigt er auch kurz in die richtige Richtung. Einsteigen bitte. So, jetzt schnell, bevor uns wieder der Saft ausgeht. Zurück zur Basis. Schredder hätten wir gar nicht gebraucht, aber es wusste ich ja nicht. So, aussteigen. So, was brauchen wir noch für die Schubdüse? Das haben wir vielleicht schon für die Schubdüse alle, was wir brauchen. Habla. Also, Aluminium. Da wollen wir mal welches bauen. Genau, das haben wir ja glücklicherweise gefunden. Ah. Da muss man nicht erst welches aus den Tiefen der Erde graben. Aber es fällt jetzt immer runter. Das war früher nicht so. Aber wie gesagt, es ist ein Vierteljahr her, dass ich das die letzte Folge gespielt habe. Was wollen wir jetzt an der Schubdüse? Neue Schubdüse, Feststoff. Müssen auch mal umsatteln auf wasserstoffbetriebene Antriebe. Dann müssen wir da nicht jedes Mal irgend sowas bauen. Ne? Beziehungsweise die müssen wir jetzt hier gar nicht anstecken. Die kommt an unser großes Schiff unten ran. So, abflugbereit. Und jetzt müssen wir Rover und sowas alles einpacken. Verpacker. Da brauchen wir jedenfalls jede Menge solcher Kohlenstoff. Also nicht Kohlenstoff, wie heißt das Zeug? Muss ich gucken mal, wie es heißt. Verpacker. Braucht Graphit, genau. Graphit müssen wir sammeln. Hier haben wir noch einen Verpacker. Aber der reicht ja noch nicht. Aber das Ding, das brauchen wir erstmal nicht. So. Und was wir auch machen. Ah,
Achso, das steckt noch am Rover dran. Den Schrott, den machen wir hier fest. Können wir uns dann, was wir brauchen, noch holen. Aber Graphit würde ich jetzt nicht so einsam. Das kleine Solarmodul. Wir lassen das eher mit einer Windturbine. Aber nicht eben eine Windturbine, den könnten wir verpacken. Die haben wir gesehen. Ich würde natürlich lieber bei... bei Tag losfahren, aber was wir machen können. Wir nehmen das mit, stecken das hier drauf und holen uns das Windkraftwerk, was wir dann noch gesehen haben. Ums. Das soll ja die Funktion haben, dass es uns quasi unterirdisch auch auflädt, ne? Während wir unsere Bohrgeschichte da machen. Und wieder erneut zum Kern durchbohren. Und dann will ich die unten natürlich alle wieder einpacken und nach oben bringen. Aber dann kann ich ja, wenn ich ihn aktiviert habe, kann ich mich ja jederzeit hin transportieren lassen. So, hier vorbei. Die Windturbine holen wir heute noch ab. In der Nacht geht auch mal ein bisschen Wind. Das funktioniert quasi. Ich habe mir ungefähr den Weg gemerkt, hoffe ich zumindest. Hier müsste es jetzt seitlich gegangen sein. Da kamen irgendwo die zwei Großen. Harz. Genau. Und da davor war ja die Windturbine. Und die verpacken wir jetzt. Erstmal aussteigen. Die Energiezelle würden wir auch mal mitnehmen. Das packen wir daran. Hat geklappt. Aber Windturbine einstecken, ne? Wenn wir einmal hier sind. Das noch forschen. Und einsteigen. Da aussteigen. Weil das Ding muss ja auch nicht so rumliegen. Ne? Es wird ja schließlich irgendwann wieder Tag. Ganz wertlos ist das ja nicht. So. Aber zurück. Weg habe ich mir hoffentlich gemerkt. Wir werden es sehen. Hier müsste, genau. Ich habe mich ja schon mehrfach verfahren. Bin dann stundenlang hier rumgegondelt. Habe es dann im Schnitt rausgeschnitten zwar, aber habe ja auch nicht jede Menge Zeit. So. Also. Unseren Rover müssen wir verpacken in der nächsten Folge. Dazu brauchen wir Graphit. Wir suchen quasi Graphit, um Verpacker zu machen. Dann fliegen wir das ganze Zeug rüber zu unserem Waldmond. Und dann geht es wieder zum Mittelpunkt dieses Mondes. Und dort wird er aktiviert, so der Plan. Sehen, ob ich das in der nächsten Folge dann schaffe. Wichtig ist erstmal, dass wir Kohlenstoff für Verpacker finden. Oder dass ich mich erinnere, wo da noch welcher war. Wie gesagt, es ist lange her.
So. Da wären wir wieder. Aussteigen. Gucken wir nochmal nach, was wir jetzt alles einstecken haben. Wir hatten ja auch an dem Ding. Ne, die haben wir schon alle weggetan. Gut. So. Nächstes Mal müssen wir uns merken, dass wir diesen Kanister da brauchen. Gemisch brauchen wir theoretisch nicht. Was wichtig ist, die zwei Silikons. Das Quarz ist auch erstmal nicht wichtig, deswegen tun wir das zu unserem Vorrat packen. Gemisch können wir zwar immer gebrauchen, aber zum Vorrat gepackt. Damit es ein bisschen ordentlicher aussieht, tun wir das dahin und das dahin. Lehm brauchen wir auch gerade nicht. Ja. Wir könnten natürlich auch mal Solar, ich überlege gerade. Man könnte die kleine Windturbine noch mitnehmen. Na, die konnte man doch hier oben irgendwie festmachen. Genau. So. Dafür setzen wir das da drauf. So. Die Batterie haben wir, glaube ich, drüben gelassen, im anderen. Auf dem Waldmond. Weil die können wir brauchen für die Reichweite von dem Ding hier. Ja. Wie gesagt, in der nächsten Folge gilt es, Verpacker herzustellen. Aber hier irgendwo, hier, ich glaube in den Bergen irgendwo war Graphit. Aber für heute würde ich mal sagen, haben wir genug geleistet. Und in der nächsten Folge, nächsten Woche versuche ich dann weiterzumachen. Diesmal quasi nicht so lange vorproduziert, sondern relativ zeitnah. Das, was hier geschieht, auch wirklich nicht schon ein Vierteljahr vergangen ist. So. So, Astron hier sagt Tschüss. Wie ging das gleich? Waren das die Funktions... Nee, die Funktionstasten waren es nicht. Ah, okay. Also dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.